Hallo und herzlich willkommen zu einem First Look der Season 3 Änderungen bei League of Legends, präsentiert von neuespot.de. Ich bin der Chaos Mole und ich möchte Ihnen in diesem Video mal eine Übersicht über die Änderungen in Season 3 geben. In dem Video wird nicht alles behandelt werden, was es für Änderungen gibt. Dafür ist es viel zu umfangreich und würde den Rahmen eines jeglichen Videos sprengen. Aber so die wichtigsten Punkte wirst du hier auf jeden Fall erfahren. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal mit der ersten großen Änderung an. Die befindet sich nämlich hier im Einlog-Bildschirm oder im Menü von League of Legends. Und zwar bei den Masteries, aka Meisterschaften im Deutschen, hat sich einiges getan. Die neuen Meisterschaften siehst du mal hier. Der Offensivbaum hat sich nur zu Teilen geändert. Also man hat ein paar Talente umgeändert, man hat ein paar Talente runtergesetzt, hochgesetzt, verschoben und so weiter. Zum Beispiel hier ein neues Talent ist Frenzy, indem man 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit für 2 Sekunden bekommt nach einem kritischen Treffer. Das ist neu dazu gekommen. Wie gesagt, der offensive Baum hat sich nicht ganz so stark geändert. Dafür hat sich der defensive Baum schon ganz schön geändert. Zum Beispiel hier die beiden Resistenzen, die man sich erholen konnte, sind jetzt eine Stufe nach unten gewandert. Dafür bekommt man jetzt ein bisschen Leben und Lebensregeneration. Und zum Beispiel bekommt man jetzt hier, wenn man das skillt, 5% weniger Schaden von Türmen. Und ja, man hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass sich hier dieser Baum wirklich wie ein Tankbaum anfühlt und man sich wirklich ein Bollwerk zusammenbauen kann. Also das ist hier auch auf definitiv neu in den Defense-Baum. Und die größte Änderung hat eigentlich der Utility- beziehungsweise Wissensbaum im Deutschen erhalten. Der wurde sehr, sehr stark umgekrempelt. Man hat diesen Baum wirklich für Supporter neu designt. Zum Beispiel das Ultimate, was wir ja hatten mit dem Cooldown-Reduzierung auf die Beschwörerzauber, ist jetzt hier gelandet. Das war ja vorher das Ultimate. Dafür hat man jetzt eben halt eine 3%ige erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Und was auch sehr interessant ist, man kann jetzt einen Skill lernen, mit dem man, wenn man gegnerische Champions angreift, etwas Geld bekommt. Als Fernkämpfer bekommt man 3 Gold, als Nahkämpfer bekommt man 5 Gold, hat 3 Sekunden Cooldown, beziehungsweise 5 Sekunden Cooldown das Ganze. Und man kann sich zum Beispiel auch ein Start, Ward, beziehungsweise Auge mit Skillen oder einen extra Heiltrank. Das kann man sich hier alles in dem Wissensbaum holen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Änderung. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal ins Spiel und schauen uns dort die Änderungen an. So, ich befinde mich jetzt hier im Spiel. Und das erste, was sich definitiv geändert hat, ist das Interface. Das wurde ein bisschen schmucker gestaltet, wurde ein bisschen mehr aufgeräumt. Zum Beispiel die Buttons, die sich hier unten befanden, wurden jetzt hier in die Minimap eingebaut. Also das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber die größte Änderung befindet sich hier im Shop. Hier wurden alle Items überarbeitet. So zum Beispiel auch die empfohlenen Items, die wurden in etwa den Items angepasst, die meist für diesen Champion, den man spielt, genutzt wurden in der zweiten Season. Die findet man jetzt eben halt hier. Und auch die ganz normalen Items wurden überarbeitet. Das bedeutet, die alten Items wurden von ihren Werten und von ihren Kosten überarbeitet und es wurden neue Items hinzugefügt. Hier siehst du mal ein altes Item, das Vampirzepter. Kostet normalerweise 450 Gold, hier kostet es 800 Gold. Also hier wurde ordentlich dran gedreht. Liegt aber auch daran, dass jetzt ein Langschwert mit drin ist und somit das ganze Teil noch ein paar Zusatzboni bekommen hat. Das wurde auch mit anderen Items so gestaltet, zum Beispiel Karges Glücksdolch, dürfte jeder kennen, hat jetzt nun auch ein paar neue Wege. Morellos Buch gibt es immer noch, aber der Todesfeuergriff wurde komplett aus dem Spiel gestrichen. Nachdem das Item ja zuletzt genervt wurde, wird es in Season 3 nicht mehr existieren. Dafür gibt es jetzt aber neue Items, die dazugekommen sind. Und auch ganz interessant ist dieses Item, weil das beinhaltet immer noch die 4 Gold alle 10 Sekunden. Normalerweise ist es ja so, wenn man die Gold-Items upgradet, dass die eben halt dieses extra Gold alle 10 Sekunden verlieren. Bei diesem neuen Item ist das nicht der Fall, man bekommt weiterhin Gold, dürfte auf jeden Fall die Supporter freuen. Und ja, so hat man eben halt alle Items generell angepasst. Zum Beispiel, wenn man sich mal Randuins oben anschaut, wurde auch überarbeitet. Das Herz aus Gold gibt es nicht mehr, das wurde rausgenommen.
was ja vorher mal drinne war. Also man hat auf jeden Fall neue Möglichkeiten, zum Beispiel hier auch der Glacial Shroud, den denke ich mal viele kennen, den Gletscherschleier. Der mündet ja normalerweise ins gefrorene Herz. Hat jetzt aber auch was Neues dazu bekommen, nämlich die Frozen Fist. Ein AP-Slow-Item, das ist auch noch dazu gekommen. Also wie gesagt, hier hat sich einiges im Shop getan und das ist so viel, dass wir das gar nicht im Video zeigen können. Und wenn du eben halt genaue Informationen haben möchtest, solltest du auf jeden Fall mal bei lolspot.de vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Jungle an. Das hat sich nämlich auch stark verändert. Normalerweise ist es ja so, dass man ja recht viel mit AE-Champion gejungelt hat. Und zum Beispiel Warwick oder Nunu es ziemlich einfach im Jungle hatten. Das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach. Also ich habe hier jetzt mal mit Warwick gejungelt und habe mir auch gleich ein neues Jungle-Item geholt. Dieses Hunters Machete. Und noch 5 Heiltränke dazu. Jetzt wird man sagen, hä, Warwick braucht doch normalerweise gar keine Heiltränke. Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach, wie man hier gleich ganz gut sieht. Normalerweise macht Warwick ohne Probleme den Golem alleine. Das ist jetzt wie gesagt nicht mehr so. Ich muss hier einen Heiltrank nehmen und also was. Sonst hätte es mich, denke ich mal, auch erwischt. Also man bekommt jetzt relativ viel Schaden im Dschungel. Und man wird es auch gleich nochmal bei den Wölfen sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Also auch die Wölfe machen relativ viel Schaden an Warwick. Und der hält ja nun relativ viel aus. So kann man sich denn ganz gut vorstellen, was mit den anderen Junglern passiert. Also mal schnell ein Level 2 Gank mit fast vollem Leben oder mit Level 3 wird nicht mehr ganz so einfach sein. Beziehungsweise wird hohe Risiken bergen. Und ja, auf jeden Fall das Jungle hat sich auch dahingegen geändert, dass mit späterem Level immer mehr Gold bei rausspringt. Also man kann jetzt in etwa so pro Jungle-Besuch oder pro Mobgruppe, die man ja im Jungle findet, mit 100 Gold rechnen, was doch nicht wenig ist und das bei ja in etwa 10 Minuten stellt sich das denn ein, dass man da so 100 Gold bekommt und das ist ja nicht gerade wenig. Wenn dann auch noch die Ganks funktionieren, ist man als Jungler eigentlich ganz gut versorgt. Das war ja immer so ein bisschen das Problem des Junglers, dass gerade wenn die Ganks nicht geklappt haben, man ziemlich schnell in Goldprobleme bekommen hat. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Also wie gesagt, sie haben hier einiges an Gold in den Jungle gebracht. Und haben auch für die Leute, die wirklich junglen, neue Jungle-Items und so reingebracht, damit das alles ein bisschen einfacher vonstatten geht. Und so weiter und so fort. Also hier hat sich auf jeden Fall einiges getan. Im Positiven versteht sich. Und ja, das war erstmal so ein grober Überblick darüber, was sich jetzt in Season 3 geändert hat. Wie gesagt, genaue Details kannst du dann auf lolspot.de nachlesen. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.